Lieber Horst Lichter, wir haben dich gerade gesehen bei der Probe. Ja, wie viel Spaß hat's gemacht? Wie aufgeregt ist man so kurz vor der Verleihung? Ich muss ganz ehrlich sagen, man ist tatsächlich sehr nervös, obwohl ich ja viel auf Bühnen bin. Aber hier ist schon eine ganz andere Nummer, weil hier unten sitzen natürlich die Großen der Größten. Ja, also vielmehr die Größten der Großen, so rum war es. Du merkst, ich bin nervös. Ist schon eine riesen Anspannung, vor allen Dingen, weil ich sie selber bekommen habe und du weißt, was das für jemand bedeutet, der da unten sitzt und nicht weiß, ob er sie bekommt oder nicht bekommt. Die Freude, die nachher in den Menschen ist und die du verkünden darfst, unglaublich. Ist ganz, ganz toll. Du hast eine ganz besondere Aufgabe. Du darfst nämlich die vier besten Top-Entertainer im wahrsten Sinne des Wortes grillen. Heißt, auf die Spannung, auf die Probe stellen. Ja. Was ist deine Aufgabe konkret? Ja, ich werde sie ein klein wenig hinhalten, natürlich. Ich werde den Publikumspreis vergeben für den besten Showmaster im deutschen Fernsehen. Und für mich die höchste Verleihung ist wirklich der Publikumspreis der Goldenen Kamera, wo das Publikum wirklich entscheidet und nicht irgendeine Jury. Und wenn dann da unten vor Dr. Eckart Hirschhausen sitzt, ja, und Barbara Schöneberger und der Herr Jauch, und also die werden schon, ich werde denen mal zeigen, wie es ist, auf dem Stuhl zu sitzen. Da Licht fängt an, die Musik geht hoch und die wissen nicht, wer ist es. Komme ich weiter, komme ich nicht weiter. Und das werde ich ein bisschen genießen. 2014 hast du den Publikumspreis selbst gewonnen, lieber Horst. Wie verändert sich das Leben in den Tagen danach? Und kann man, Hand aufs Herz, höhere Gagen fordern? Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht sollte man, nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war zwei Momente in einem der schönste überhaupt. Als ich da in Hamburg auf der Bühne stand und dann auf einmal... Ich habe gewonnen, diese Momente, die du gar nicht fassen kannst. Und wie mein Schatz dann auf die Bühne rannte und mir immer nur wieder sagte, genieß den Moment, da könnte ich jetzt schon wieder heulen. Ich habe es versucht, den Moment festzuhalten. Wir haben danach gefeiert, wir haben gelacht, mein Bühnenprogramm war zerschossen, ich habe nur noch davon erzählt. Wir waren im Hotel, ich habe die ganzen Omas geholt zum Tanzen bis morgens, es war wunderschön. Man ist sehr... dankbar und demütig danach, weil ich glaube, einen größeren Preis als den Publikumspreis für den beliebtesten in egal was kann man nicht bekommen. Dafür nochmal danke.